Kopf, wenn das Ganze fertig ist? Ja, von mal sicher so ein surreales Ende, was hat noch nach dieser langen Zeit. Das ist jetzt momentan im Vordergrund. Das ist so ein bisschen allgemein für alle Leute eine komische Situation. Wir sind jetzt nicht krankheitsbedingt in Quarantäne, aber mittlerweile einfach ja, wie alle anderen Leute. Bist du daheim rum, hängst dort wieder rum. Alles Sport ist abgezeigt worden. Und ja, es ist momentan eine komische Situation, für nur über das Hockey nachzudenken. Wie schwierig ist die Situation für die ganze Mannschaft jetzt? Ja, ich würde sagen, es ist sicher eine schwierige Situation gewesen. Als Sportler musst du gleich immer so eine gewisse Anspannung haben. Jetzt, wenn es vor allem in den Playoffs eine gewisse Spannung im Körper, und irgendwie zwei Wochen Unterbruch und dann solltest du dich noch irgendwie behalten. Es fällt dir extrem schwer, weil jeder tut jetzt neue News und der Virus, oder? Und dann weisst du nicht, geht es weiter, spielen wir überhaupt noch, wenn, wie es sieht es aus? Sie einfach so Fragen, die jeden Tag irgendwie ändern. Und es ist so recht mühsam, so den Fokus zu behalten. Und ich bin mir so froh, ist jetzt halt der Entscheid gekommen, ist dann halt so ausgefallen, wie man es sich nicht erhofft hat. Aber für die Mannschaft ist so viel, ist schon ein bisschen erleichternd. Du hast ganz am Schluss keinen richtigen Abschied gehabt. Wie hat er das im Team gefeiert? Doch noch? Ha. Es hat nicht mehr Tränen gegeben. So schlimm war es. So komisch. Ich habe es eigentlich nur erlebt. Ja, was später nachher ist so voller Emotionen. Nach einem richtigen Spiel. Aber nach so einem Spiel ist es so, du bist gar drauf gekommen. Und ja, da ist halt so ein das Ritual, wenn du noch etwas für die Spielerste auf, die meistens eben fertig sein mit der Karriere. Es ist so ein komischer Moment. Du hast nicht richtig geschwitzt, du hast nicht richtig alles können geben, wie es dich sonst gewohnt bist nach der Saison. Aber schlussendlich gibt es immer viel schlimmere Fälle, Sachen, wo Spieler, die verletzt sind. Wo die Saison so schon früher gewusst, bevor dem Virus, dass sie verletzt müssen beenden. Das sind ja bittere Sachen. Von dem her schon so gekommen, wie es wahrscheinlich nicht müssen. Reden wir über die schönen Sachen. Du hast schließlich doch sehr viel zu erzählen. Was ist dein allerschönste Erlebnis? Das allerschönste Erlebnis war vielleicht im Grossen und Ganzen gleich. Dass ich nie, es klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber nie dabei war, weil etwas wirklich Schlimmes ist passiert. Schlimm meine Verletzungen. Es gibt ein paar Sachen, die ich erlebt habe, die bei anderen Spielen passiert. Für mich ist immer im Vordergrund gestanden, einfach gesund zu bleiben. Und vielleicht nicht der... ja, das soll ich sagen. Es ist, auch eine Luftblase, die dich bewegst in dem Hockeysport. Das war mir wichtig. Schöner Moment sicher die 3 Sekunden, wo du weißt, jetzt wirst du Meister. Aber es sind so 3-5 Sekunden, wo das Gefühl, das kann dir niemand mehr nehmen. Das ist so für jeden individuell speziell. Aber ich würde sagen, das war vielleicht etwas am schönsten. Die 3-5 Sekunden mit vielen Mietern noch. Ja. Und was ist jetzt das beste Spiel? Ist das auch das, was die 3 wichtigen letzten Sekunden beinhaltet hat? Ja, ich war nie einer, der, wenn er 3 Goal gemacht hat, und man jetzt gewonnen oder verloren hat, wo er stolz auf seine eigene Leistung war. Ich war immer mehr stolz, wenn wir als Team gewinnen konnten. Ja, ich war einfach so. Andere waren anders. Es ist nicht das Gute oder das Schlechte. Ich hatte mehr Freude, wenn mein Team gewinnt. Oder auch mal, wenn ein guter Kollege von mir ein Goal macht, dann konnte ich ihn für ihn können freuen, mehr für ihn freuen. Und das waren mehr so die Sachen, wo wir jetzt bleiben, wo mich stolz macht, dass ich auch viele Sachen anderen Leuten gönnen können und sowieso Sachen. Ja. Du bist seit 2018 bei Kloten. Was hat der Traditionsklub jetzt auf die ganze Karriere gesehen für eine Bedeutung? Für Kloten echt viel. Ja, während meiner Karriere habe ich nie gespielt, aber sehr viel gegen Kloten. Ziemlich genau 18, 19 Jahre. Und Kloten hat man immer gemerkt, das ist eine riesige Tradition. Dahinter einen riesen super Nachwuchs hatten sie. Wir haben immer früher mit Langnau gegen sie gespielt und haben die Liga dominiert bei den Junioren. Kloten war eine unglaubliche Nachwuchsabteilung, eine Nachwuchsbewegung. Und auch der Spielstil, sie haben immer schnell gespielt. Und man hat einfach gewusst, Kloten gehört in den nationalen Traditionsverein. Und es hat ist nie dazu gekommen, aber viele Kollegen von mir haben Kloten gespielt. Haben wir sehr viele gute Sachen berichtet über den Verein während dieser langen Zeit. Und dann schlussendlich, wo noch irgendwie mit dem Fiege, wo die Chance irgendwie da war oder kommst du uns noch helfen. Ja, habe ich die gerne wahrgenommen. In diesem 18. Jahr jetzt 2 super schöne Jahre noch geniessen in Kloten. Das war cool gewesen, und jetzt selbst diese kurze Zeit nie vergessen. Und Kloten wird immer ein bisschen in den Puppenherz drin, gerade weil du viel gehört hast. Ja, wie überall nimmst du, wo du spielst, wo du Zeit verbringst. Ich glaube, das geht jedem so. Und normalen
im normalen Job, sag jetzt mal, wenn du den Job wechselst, lernst du neue Leute kennen, neue Kollegen, neue Mitspieler, andere Leute, es wird anders gekannt gehabt. Und die Quote habe ich einfach, weil ich von lange noch komme, ich glaube, das Kleine, habe ich schnell gemerkt, dass so ein bisschen hier, ein bisschen, wie soll ich sagen, ehrlich wie geschafft und so ein alles ein bisschen kleiner ist und gleich gross. Oder? Es macht es recht herzig und recht. Für mich ist es super gewesen, oder? Die Grössenordnung und mega gute Leute hier, die da sind, bin ich froh gewesen. Habe ich noch ein paar sehr gute Leute dafür lernen können, schlussendlich. Blicken wir in die Zukunft. Was darf man da von deiner Seite erwarten? Wird Hockey immer eine grosse Rolle spielen? Ja, zwanghaft fast. Ja, das eigentlich gerade die Frage aber auch gestellt. Aber jetzt 7 Jahre angefangen, es sind 30 Jahre gewesen, voller gleich Leidenschaft. Und immer gesagt, ein kleiner Teil muss fast stehen bleiben, für das einfach etwas möchte auch weitergeben, was ich erleben durfte. Es war schon ein cooles Leben gewesen, als so ein Hockey-Profi. Hat viele coole Sachen. Und eben, es lohnt sich sicher, das Ziel probieren zu erreichen, wenn das eine kleine Eishockey-Spieler hat, die das haben. Und denen möchte ich helfen. Auf der anderen Seite bin ich am Schauen. Eben, es ist noch früh, jetzt ist ein Virus dazwischen gekommen, aber bis 30. April bin ich noch um den Vertrag da in Kloten. Und was näher ist, ist näher, schauen das näher an. Aber ich bin auch schauen, eben, ich habe eine Trainerausbildung gemacht, dass ich irgendwo für einen Einstieg habe im Nachwuchs. Es sieht auch gut aus, dass ich hier Kloten könnte so erhalten bleiben. Und das wird für mich auch super stimmen. Und ja, das ist so ein bisschen das, was die nähere Zukunft anbelangt. Sehr gut, wir freuen uns. Was wäre es?